Was geht, meine Freundin? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder mit einer neuen Map-Vorstellung aus dem Mod-Hub. Soeben ist nämlich die Barisch, ich glaube mal, so spricht man das aus, released worden mit 477 Megabyte. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht das ein oder andere Custom-Gebäude, allerdings nur für PC und Mac. Wir haben hier die Karte inspiriert von dem Dorf Barisch in einem Dorf in Polen. Polen-Karten sind eigentlich immer wunderbar dekoriert. Bin ich mal gespannt. Im Woiwodschaft Niederschlesien. Auf der Karte findest du ein Dorf, 90 Felder, einschließlich 7 Wiesen, abwechslungsreiches Gelände, große Waldgebiete, polnische Saatbegriffe, neue Geländemalereien, Multiterrain, polnisches Kennzeichen, geänderte Anbau. Texturen vermutlich, geänderte Vegetationstexturen, fertiger Platz für den Bau eines Bauernhofes, Milch, Verkaufsstelle, zwei Getreidelager, zwei Kartoffel, Verkaufsstellen bzw. Ankaufsstellen, eine Zuckerrüben-Ankaufsstelle, die Möglichkeit, Wasser aus Hydranten zu entnehmen, Ankaufsstellen für Gülle, Tierhändler, Verkaufsstelle für Steine, Kalk, Ankaufsstelle für Dünger, Flüssigdünger und so weiter, ein Heu-Ankaufsstelle, Ankaufsstellen ohne Ende. Viel Spaß. Ja, und dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze aussieht. Wie immer, ganz spontan, ohne das Ganze technisch zu bewerten wollen, sondern einfach wie immer das Feeling catchen. Und da sind wir auch schon. Wir spawnen hier auf. Wo sind wir denn? Ui, die ist ja. Mittendrin. Also wir spawnen zentral. Wir haben einen Haufen Felder. Wir haben hier zentral die Verkaufsstationen. So sieht es zumindest mal aus. Und wir haben hier oben den Shop. Und naja, jetzt gucken wir mal, wo wir eventuell einen vorplatzierten Hof haben. Das ist mir jetzt gerade noch nicht ganz so schlüssig geworden. Ansonsten die typische Feldkonstellation, die wir von den Karten her kennen. Wie starten wir denn? Das hier sind unsere Felder. Ich vermute, dann müssen wir selber bauen. Zwei Felder dazu. Dann ist es also so, wie ich mir das schon gedacht habe. Wir haben ein paar Malereien. Schön ist auch hier die ganzen Steine. Da könnt ihr euch austoben. Dann wollt ihr natürlich immer wissen, wie sieht es denn aus mit Bäume platzieren. Auch das machen wir. Wir kaufen ganz kurz alles, dass wir nichts übersehen haben. Und dann gehen wir nochmal rein und versuchen, einen Baum zu platzieren. Könnt ihr machen. Gut, dann gehen wir mal los. Ich glaube, wir ziehen erstmal Richtung Felder. Und lassen mal die Höfe mal ganz kurz rechts liegen. Denn hier wird zentrales Thema natürlich sein. Viele Felder, viel zu tun, viel zu arbeiten. Und wir haben halt diese typische, kennen wir ja schon von dieser Tierhof, wo kein Mensch aussprechen kann. Schöner Feldweg, gefällt mir sehr gut. Schöne Textur, auch hier ein bisschen mit Ground Layer gearbeitet. Wir haben unterschiedliche Layer, das sieht wirklich gut aus. Wir haben hier ein niedriges Gras, wir haben ein bisschen ein höheres Gras, wir haben auch Unkraut drin. Das macht das Ganze authentisch, gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube sogar, die Bodentextur könnte eine neue sein. Vielleicht farblich noch ein bisschen angepasst. Könnte aber auch am Shader liegen. Es sieht auch so ein bisschen aus, als wäre da ein Environment Shader bzw. ein Umgebungsshader drin. Nennen wir es einfach so. Das Phänomen links oben, wenn ihr das gerade seht, dass die Bäume wegploppen, kenne ich zum Beispiel auch von meiner Karte, dass dort die Bäume wegploppen. Und ich habe noch keine Ahnung warum. Es ist sehr extrem. Es sieht halt dann so merkwürdig aus. Gut, wir kommen jetzt hier Richtung Maprand. Wo sind wir denn? Aktuell hier ganz unten. Ja, übliches Thema. Kauft keine Felder, die direkt am Rand liegen. Ist nicht schön, muss man sagen, weil es halt offen ist. Würde man vielleicht die Grenze weiter hier nach hinten legen, wäre es, glaube ich, soweit ganz in Ordnung. Muss ich sagen, gefällt mir sonst wirklich gut. Das mit den Bäumen, dass sie halt wegploppen, ist ein bisschen ärgerlich. Mal gucken, was man da noch erledigen kann, um das Ganze vielleicht ein bisschen Einhalt zu gebieten. Aber ansonsten, ja, müssen wir mal schauen. Guck mal, beste Maprand ist, wenn man es nicht feststellt. Ich wollte gerade hier weiterlaufen. Also ansonsten wirklich vollkommen in Ordnung.
Vielleicht hätte man halt wirklich hier noch eine Baumreihe setzen sollen und dann nach hinten durch 5 gerade sein lassen und nicht die ganze Karte bebauen. Aber aus meiner Sicht, wie immer, ich würde mir jetzt einfach die Felder im mittleren Bereich suchen, gar nicht weit nach außen, und dann ist es vollkommen in Ordnung für mich. So, dann hat er ja geschrieben, auch das Gelände. Ja, wir haben hier einen kleinen Hügel. Auch hier schön dekoriert. Na, da ist halt ein bisschen was rumgelegen. Weiß jetzt nicht genau, was es darstellen soll, aber ich finde es in Ordnung. Man sieht auf jeden Fall aus meiner Perspektive, er hat ganz viel mit den Layer gearbeitet. Da sehe ich direkt mal 1, 2, 3, 3 Bodenlayer, 4 für die größeren und kleineren Stücke und dann na klar noch die Foliage Layer dazu. Da steckt auf jeden Fall Arbeit drin, da mit dem Layer hin und her zu wechseln. Deswegen finde ich es auf jeden Fall schon mal schön. Wir haben auf jeden Fall eine andere Textur, ne? Definitiv. Sieht gut aus. Stimmig. Ich nenne es mal stimmig. So, das hier. Die Bäume habe ich von der Frankreich-Karte auch zum ersten Mal gesehen. Muss ich ehrlich gestehen, war mir noch nie so im Blickfeld. Ich dachte immer, das sind neue Bäume, bis ich die vor kurzem auch auf der Frankreich entdeckt habe. Ja, ansonsten ist hier außenrum nicht viel, ne? Hier geht es halt wirklich hauptsächlich um Landwirtschaft. Auch hier wieder eine neue Bodentextur. Es ist eigentlich auch cool, dass sich das so ein bisschen abwechselt, muss ich sagen. Das gefällt mir. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal langsam, aber sicher in den Innenbereich, weil hier draußen wird na klar nichts Spektakuläres sein. Ihr seht, da ist Feld. Feld en masse. Wir laufen einmal die Region hier rüber und gucken mal, ob hier noch eine Thematik ist mit Wald oder ob das nur große Felder sind. Also wir sind hier wieder am Maprand angekommen. Maprand testen. Kollision ist vorhanden. Das ist schon mal gut. Allerdings bin ich jetzt irgendwo eingekesselt in einem Maprand. Das ist jetzt halt merkwürdig. Gut, das ist nicht kaufbares Gelände, was mich halt wundert, dass es trotzdem irgendwie so angemalt ist. Also es wäre jetzt nicht kaufbares Gelände, ist nur durch Easy Dev gekauft, deswegen Kopf ausmachen. Ich bin jetzt trotzdem irgendwie hier in der Kollision drin. So, außen. Also soweit wäre das in Ordnung. Das hier wäre jetzt nämlich so, wie ich mir das gedacht habe. Wenn er jetzt noch die Colli von mir aus hier weiter reingezogen hat, dann wäre das wunderbar gewesen. Ihr könnt hier nichts tun. Das gehört mir zwar, aber wie gesagt, nur wegen Easy Dev. So, dann gehen wir mal zu den spannenden Dingen. Wir kommen hier nämlich an unseren Hof, langsam aber sicher. Hier vorne ist der Fahrzeughändler. Kleines Feld im Innenbereich. Ja, Fahrzeughändler relativ primitiv gehalten. Da ist nämlich keiner. Das verwirrt mich gerade jetzt ein bisschen. Da fehlt da irgendwas? Ich weiß es nicht. Also Mods müsst ihr keine dafür runterladen. Ihr merkt, das verwirrt mich gerade ein bisschen. Es ist nur ein Verkaufstrigger. Also da muss ich sagen, das ist... Da hätte ich zumindest mir eine Bude gewünscht, weil das ist irgendwie... Machen wir fertig die Karte, so kommt es gerade mir vor. Aber nun gut, im Großen und Ganzen könnt ihr eure Fahrzeuge dann hier spawnen lassen. Was willst du denn mehr? Klar, Bude wäre vielleicht noch schön gewesen, aber hey. Da wollen wir jetzt nicht päpstlicher sein wie der Papst. Wichtig ist ja im Innenbereich immer, und das sind halt die, ich nenne es mal... polnischen Karten und so weiter, die sind da schon irgendwie next level. Die sind so richtig schön schmutzig und das machen die schon schön. Muss man ja schon sagen. So, wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt hier drüben. Das könnt ihr eigentlich auch nicht kaufen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir hier nichts öffnen können. Es ist nur reine Deko. Gut. Ich war tatsächlich noch nie in Polen, deswegen kann ich nicht sagen, ob das so aussieht. Aber mir gefällt es. Es ist halt so ein bisschen ranzig herabkommen. Das ganze Zeug gefällt mir. Ich mag das Zeug, ne?
Was haben wir hier stehen? Kann ich leider nicht lesen. Habibi. Vielleicht kann das ja mal jemand übersetzen, ob da vielleicht ein Dankeschön an gewisse Leute oder so rausgeht. Oder vielleicht werden da gewisse Leute beleidigt. Man weiß es nicht. Gut. Ich glaube, das hier könnte unser Gelände sein. Ja, und so ist es auch. Da könnt ihr euren Hof bebauen. Ich möchte gerade mal kurz reinschauen. Nur rein aus Neugier. Ich wüsste nämlich nicht, dass da irgendwas runtergeladen wurde. Das sind alles die Mods, wo ich sonst schon drin habe. Das hier ist Dekoration. Und das sind aber Verkaufsstellen, oder? Mist. Ja, da kannst du beim Nachbar kannst du dann noch einkaufen und verkaufen. Schön. Es ist nicht viel, aber es ist schön. Schöner Dekohof. Auch wir hören Vogelzwitschern und so weiter. Ich habe EAS drin, deswegen lasst euch da nicht wundern, bitte. Also die Karte an sich direkt, ihr müsst euren eigenen Hof bauen. Platz habt ihr genügend. Spannend wird es dann, glaube ich, wenn ihr um die Bäume herumbauen müsst. Ansonsten, ich glaube, die müsst ihr dann sonst fällen. Kann man die fällen? Geht es mit der Kettensäge? Kaufen wir uns mal ganz kurz eine. Okay, das sind Büsche, die gehen nicht. Kann man die dann mit dem, da gibt es doch noch so ein Forstfahrzeug. Das wollt ihr dann bestimmt auch wissen. Wie hieß denn das nochmal? Ich glaube, da müsst ihr eine Mod runterladen. Oder war das der hier? Ich glaube, den hier. Mieten. Kombination Mieten. Gucken wir mal, ob wir die kurz wegräumeln können. Machen wir auf die Schnelle so. Ich glaube, so rum gehört das hin, oder? Ja. So. So, ich habe das Ding noch nie benutzt. Kann man nur Bäume mulchen oder kann man Sträucher auch mulchen? Ich wüsste es jetzt nicht. Mulchefräse heben. Ah ja, okay, guck mal hier. Das sieht doch schon mal gut aus. Also ich glaube, ihr könnt das Ganze, so gut es geht, ein bisschen wegmachen. Also da tue ich mir hier ein bisschen schwer. Den einen oder anderen Busch habe ich wegbekommen. Den Rest müsst ihr halt dann mal selber testen. Ich habe mit dem noch nie gearbeitet und möchte mich da jetzt logischerweise auch nicht lange mehr damit beschäftigen und eure Zeit damit stehlen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, eine kleine Ortschaft. Es fühlt sich auf jeden Fall authentisch an. Auch hier schön mit einem Kreuz. Schön dekoriert. Gefällt mir auch ganz gut. Das sind Kleinigkeiten, wo man mich abholt. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Dekotiere drin. Das ist auch sehr schön gemacht. Das belebt einfach das Ganze. Vogelzwitschern und so weiter, das belebt das Ganze schon. Schön. Also da seht ihr, diese Dekorationen, das können die ganz, ich weiß nicht warum, die können es einfach. Das ist schön, das ist gut. Hier könnt ihr dann eure Sachen noch kaufen, Flüssigdünger und die ganzen Geschichten. Ich glaube, da kannst du echt was Schönes aufbauen. Und hier geht es halt, wie gesagt, drum rein ackern. Ackern, bis dir die Finger bluten. Sind wir schon am Ende angekommen? Tatsächlich, wir sind schon am Dorfende angekommen. Das
kostet bestimmt viel Zeit, das Ganze hier so ein bisschen zu dekorieren und so weiter. Hier könnt ihr dann eure Kartoffeln und Rüben auch verkaufen. Hier hinten noch ein bisschen Stroh. Also das macht schon echt einen guten Eindruck. Ich glaube, für diejenigen, die sich einfach mal selber einen Hof aufbauen wollen, ist es auf jeden Fall das Richtige. Klar, es kann nicht jeder, beziehungsweise nicht jeder hat das Händchen dafür, vielleicht so besser gesagt. Aber das macht schon einen soliden Eindruck. Wenn man das Szenario so spielen möchte, definitiv. Ich finde die Fahrzeuge, naja, ich würde die weglassen. Das ist halt so 17er Grafik. Ich finde die nicht mehr schön. Es gibt auch nichts Besseres, muss man auch wiederum sagen. Aber ansonsten passt es schon. Die Lok habe ich soweit mal noch nichts gesehen gehabt. Die schaue ich nämlich immer durch, wenn es am Anfang durchlädt. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder hier am Map-Ende, ne? Ja, da geht es dann wieder Richtung Map-Ende. Auch schön gemacht, dass dann noch so ein bisschen der Dorfle kommt. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, eine schöne Karte, der wirklich rein auf Ackerlandschaft und so weiter steht, findet hier mit Sicherheit was. Schade, dass die Bäume da hinten wegploppen, weil wenn man so jetzt rechts schaut, das wirkt einfach sehr, sehr leer. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Das ist mir erst seit glaube ich, einem Monat oder so aufgefallen. Keine Ahnung, wo da was schief läuft. In dem Sinn wünsche ich euch langsam, aber sicher ein schönes Wochenende. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ein Abo und ein Like auf das Video. Da bricht dir wie immer kein Zacken aus der Krone und kostet nichts. In dem Sinn, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder hier von meinem Kanal. Macht es gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.